Rallysport übertrifft die Realität selbst die Schikanen des tapfersten Prüfstands. Daher wird auch der neue Rallye Golf auf den Sonderprüfungen der anspruchsvollsten Weltmeisterschaftsrallys einem gnadenlosen Härtetest unterzogen. Für die Autotechnik sind solche Tests eine Gratwanderung an der Grenze des Machbaren. Aber gerade dadurch legt man den Grundstein für spätere Erfolge. Um bei solchen Dauertests möglichst viele und detaillierte Informationen zu erhalten, haben die Techniker Computer und spezielle Messelektronik in die Testfahrzeuge installiert. Zusammen mit einem erfahrenen Weltklassefahrer wie Erwin Weber am Lenkrad ergibt sich so ein idealer Schnittpunkt aller Kraftlinien zwischen Theorie und Praxis. Und extremen Aufgabenstellungen im Rallysport sind eine enorme technische Herausforderung für jeden Automobilhersteller. Volkswagen hat mit dem neuen Rallye Golf diese Herausforderung angenommen und wird damit an der Rallye-Weltmeisterschaft der Gruppe A teilnehmen. In dieser Version ist der Rallye Golf natürlich kein Auto für den täglichen Gebrauch, sondern ein Fahrzeug für den Rallye-Einsatz unter extremsten Bedingungen. Dennoch ist der neue Rallye Golf ein Auto für den Motorsport und für die Straße zugleich. Denn das Konzept dieses Autos ist darauf ausgerichtet, modernste Technik in ein kompaktes Fahrzeug zu integrieren, das auch an Rallyes erfolgreich teilnehmen kann. Der Rallye Golf ist ein Auto für Individualisten. Und der Begriff Fahrspaß bleibt kein leeres Wort. Unter der attraktiven Karosserie arbeitet hochwertigste Technik und zwar serienmäßig. ABS, Synchroantrieb, Servolenkung, Sportfahrwerk und vor allem der 1,8 Liter Motor mit G60-Lader. Er leistet 160 PS, gleich 118 kW. Das attraktive Äußere des Rallye Golf zeichnet sich durch eine sportlich kompakte Form aus. Stoßfänger mit integrierten Schürzen vorn und hinten, verbreiterte Kotflügel, Seitenteile und Türschweller verleihen dem Wagen eine dynamische Optik. Neu sind die Breitbandscheinwerfer in DE-Technik, das heißt dreidimensional ellipsoid. In den Frontspoiler integriert Nebelscheinwerfer, ebenfalls in DE-Technik. Und eine zusätzliche Belüftung für die Scheibenbremsen vorn. Die sportliche Optik und Technik wird vervollständigt durch 6 Zoll Leichtmetallfelgen und 15 Zoll Breitreifen der Dimension 205/50 R15. Dazu kommen noch die grüne Wärmeschutzverglasung und 2 von innen einstellbare Außenspiegel. Ciao. Rallye Golf ist ein Auto mit hoher sportlicher Motorleistung, modernster Technik und einem Höchstmaß an aktiver Sicherheit. Federbeine mit Teleskopstoßdämpfern sowie Stabilisatoren vorn und hinten, kombiniert mit dem tiefer gelegten 15 Zoll Fahrwerk, garantieren optimalen Straßenkontakt unter allen Bedingungen. Innenbelüftete Scheibenbremsen vorn und Scheibenbremsen hinten
In Verbindung mit elektronischem ABS machen auch kritische Situationen leichter beherrschbar, weil kein Rad blockieren kann. ABS ist das sicherste Bremssystem für ein Auto. Seine Elektronik fühlt in Sekundenbruchteilen, ob eines der Räder zu blockieren droht und steuert automatisch über die Hydraulik den entsprechenden Bremsdruck auf die Scheibenbremsen. Dadurch bleibt der Rallygolf auch bei schwierigen Bremsmanövern, selbst bei kritischem Untergrund, lenkbar, also unter Kontrolle. Der sportlich gestaltete Fahrgastraum hält natürlich, was der Rallygolf von außen verspricht. Alle Bedienungselemente und Instrumente liegen gut im Blickfeld des Fahrers. Das gilt auch für die Multifunktionsanzeige. Ein griffiges Ledersportlenkrad und körpergerecht geformte, höheneinstellbare Sportsitze sind selbstverständlich. Natürlich ist der Rallygolf auch im Stadtverkehr ein zuverlässiger und problemloser Partner. Sein Fünfgang-Schaltgetriebe wird über Seilzüge geschaltet und ermöglicht müheloses, exaktes und natürlich auch sportliches Schalten. Die wartungsfreie Servolenkung erfordert selbst beim Rangieren keinen Kraftaufwand. Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 8,6 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 209 km/h und Verbrauch von 9,7 Litern Eurosuper im Drittelmix. Der Rallygolf, ein Auto mit hoher Alltagstauglichkeit, innovativer Technik und Fahrleistungen, die viel Fahrspaß bringen. Der 1,8 Liter Motor des Rallygolf leistet 118 kW oder 160 PS bei einem hohen Drehmoment über 200 Newtonmeter und einem weiten Drehzahlbereich von 2400 bis 5400 Umdrehungen pro Minute. Die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit des Triebwerks ist vor allem ein Verdienst des G60-Laders. Zugleich ein Symbol für die neue Sportlichkeit von Volkswagen und eine zukunftsweisende Innovation auf dem Gebiet der Aufladetechnik. Der G-Lader führt den Motor elastisch zur Höchstleistung und verdichtet schon im unteren Drehzahlbereich so wirkungsvoll, dass hohe Kraftentfaltung und Spurtstärke gesichert sind. Er entspricht in Leistung und Drehmoment einem unaufgeladenen Motor von 2,5 Litern Hubraum. Der G-Lader besteht aus einem G-förmigen Gehäuse, in dem sich der Verdränger mit ebenfalls G-förmigen Spiralen exzentrisch dreht.
Dabei wird Luft angesaugt, verdichtet und über einen Ladeluftkühler in die Zylinder gedrückt. Das bedeutet mehr Kraft und mehr Leistung in Verbindung mit der elektronischen Einspritzanlage, der elektronischen Kennfeldzündung und der Schubabschaltung. Dadurch wird der per Doppelkatalysator abgasgereinigte Motor auch besonders verbrauchsgünstig. Der Rallye Golf hat aber noch eine besonders hervorragende Eigenschaft. Er ist ein Auto für alle Fahrverhältnisse, bei allen Bedingungen, bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Sonne oder Regen, Schotter, Schlamm, Eis oder Schnee. Der Rallye Golf hat immer Saison. Der serienmäßige Synchroantrieb verdeutlicht die tiefere Bedeutung des Wortes Traktion und garantiert, dass die hohe Motorleistung stets sicher auf die Straße gebracht wird. Über die Visco-Kupplung wird die meiste Kraft immer auf die Achse verteilt, die den besseren Kontakt zur Straße hat. Auf trockenem und gut haftendem Untergrund wird die Kraft hauptsächlich auf die Vorderräder übertragen. Der Rallye Golf. Ein Auto für den Motorsport, für die Straße und für Menschen, die das Besondere suchen. Eine gelungene Kombination modernster Hochleistungstechnik in einer sportlich kompakten Form. Hohe Motorleistung, ABS und Synchroantrieb ergeben ein Auto mit einem Höchstmaß an Sportlichkeit sowie aktiver und passiver Sicherheit. Mit den für Volkswagen selbstverständlichen Attributen Robustheit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit ist der Rallye Golf ein Auto für Individualisten bei allen Bedingungen und zu jeder Jahreszeit.